Ja, ist dort eng. Also von der Länge her ist es im Prinzip, du hast schon 1S, 1, 2, 3. Also bei den normalen Waves, oder? Ja. Der 1S ist 1,60 m. Der 1er ist 70 m. Der 11er. Ja. Der 12er ist 1,80 m. Und dann ist über 1,80 m, 13 m. So der Merchant. Wenn du siehst, okay, du weißt, wie groß du bist, du siehst den innen auch im Prinzip, sagst du, okay, ob der jetzt Medium oder Large, das ist im Prinzip nichts mehr anderes als die Länge von irgendwo die Breite. Genau. Und nachher gibst du ihm das. Und nachher hängst du ihn in die Jacke rein, machst ihm alles zu und dann gehst du mit ihm zum Motorrad. Weil du mittlerweile, du weißt ja schon im Endeffekt, was er jetzt für ein Motorrad hat oder was er sich ganz kaufen wird. Und dann sagst du, okay, wir haben das Drive, wir haben einen 5, das ist ein Tourenschnitt, der ist relativ gerade. Benching. Das ist jetzt kein Supersportler, aber trotzdem kann man auf ein R6 anziehen, wenn er meint. Das ist ja komplett wurscht, oder? Ja. Nachher, je mehr du in die Preisklasse aufsteigst, desto technischer, desto besser wird der Schnitt. Der Unterschied zwischen einem Laguna ist von der Naht her im Endeffekt. Wenn du jetzt da reingreifst, spürst du das. Da ist es ein leichter Protektor dabei. Ja. Du hast aber dann ein doppelt genähtes Leder. Das hast du dann, das spürst du. Und du hast eine Naht, die was da am Oberschicht kürzen gerade abgeht. Mhm. Und jetzt schaust du den Stil an. Grabando hacia arriba, grabando hacia arriba. Ist der Stil zwei Teile irgendwo? Wohl der da. Genau. Der hat jetzt eigentlich die Naht weiter nach hinten zurückversetzt. Und du hast da ein doppelt genähtes Leder. Und das ist besser. Klar, weil da, wenn du da rutscht, hat er drunter nochmal ein Leder. Das heißt, das ist das, was du beim Anteiler Standard ist. Das ist ganz normal. Das hat jeder Anteiler, das alles doppelt verarbeitet. Und das Deal ist der erste Zweiteiler, der was da drunter doppelt verarbeitet, das Leder hat. Das heißt, da kannst du rutschen, da passiert nichts. Mann, passiert nichts, aber da hast du einen besseren Schutz. Und die Naht ist nach hinten versetzt, die kann nicht aufgehen. Weil du da eigentlich die Angriffsfläche hast vom Sturz, oder? Das ist der Bereich. Beim Laguna ist die Naht weiter vorne, auf die ist sie weiter hinten. Ist aber nur eine Sicherheit. Weil du musst ihm ja jetzt im Prinzip nochmal gute 150 Euro erklären. Ja. Erklären kannst du ihm die Sicherheit. Weil der jetzt nicht immer gleich anschaut, vielleicht ein bisschen anders ist, oder? So vom Ding her, okay, das ist alles gleich. Da ist es nicht wirklich ein Riesenunterschied. Ist es nur wegen der Luft? Das Klima. Einfach, da geht es nur ums Klima, dass du einfach weniger Netze erzeugt werden. Und du kannst natürlich da belüften, wahrscheinlich sind sie Kleinigkeit. Schaust einfach im Kombi an, wenn du ihn kriegst, einfach jeden, wo hat der, wieso, wie ist die Laut und so weiter. Das ist ein Schellertex. Das hat den Vorteil, dass ich in einem Bereich, wo ich mit dem Näher sparen kann, wo ich keins brauche, kann ich mir den Kombi enger nähen. Das heißt, der zieht sich einfach schöner um. Beim Bahnteiler, im Prinzip, wenn du den nicht umtrennst und den nicht so hast, der hat immer ein Stretch, aber nie der Aufgezahlt. Der Anteiler hat den Stretch eigentlich über den gesamten Rückenteil nach oben gezahlt, oder? Der Vorteil ist, dass das eher axiale Bänder wirken, axiale Bänder an dem Rad, dass sich der ganze Körper spielt. Was du mit dem Kombi nicht kannst, gerade stehen. Damit er gerade, ja, er gibt eine Form vor. Das heißt, du machst dann auf und dann entspannt er sich. Dann passt es. Und eigentlich können wir in einem anteiligen Lederkombi immer im Prinzip von uns anziehen und nachher mit beiden Händen reinfahren und nachher ziehst du den auf und gehst in den Knie. Dann kriegst du ihn zurück. Man weiß nicht, du siehst selber, du brauchst nicht mit dem Vorgehen. Du machst halt so. Und passend tut er dir auch, wenn du dann am Fahrzeug oben sitzt. Und das ist nämlich ein Riesenproblem. Viele stehen dann da. Das hängt ihm das weg, irgendwer schaut das alles unförmig aus. Der Arsch hängt ihm auch weg. Und jetzt sagst du ihm, und jetzt sitzt er aufs Motorrad drauf. Wenn er da oben sitzt, dann fühlt er sich verstanden. Und um das geht's. Das erste Problem ist eigentlich bei Mädels, die jetzt am Motorrad haben. Da passt überhaupt nichts. Ich stehe da und denke, scheiße, was will man jetzt verkaufen, oder? Es ist ja ein Funktionsschnitt. Ein Funktionsschnitt passt erst, wenn du für diese Funktion nicht genau das Geld.
das ist der Unterschied zwischen einer Notfallbekleidung und einer normalen. Und der Unterschied ist nochmal zwischen einem High-Tech-Kombi, so wie es der ist, der ist wirklich High-Tech, so eigentlich ein Full 1. Das ist so. Der ist da. Man, das sind jetzt, da ist jetzt nochmal ungefähr 800 Euro Unterschied. 800 Euro Unterschied ist eigentlich leicht erklärt. Dieser leere Kombi hat eigentlich am ganzen Teil nur 6 Nähte. Das heißt, der Wert, siehst du den Ort? Verfolgst du im Prinzip? Das ist nur auf 17 Nähte. Das heißt, das da ist ein einziges Teil. Das ist nur zusätzlich dazu genäht, ist aber keine Verbindung. Das heißt, das wird aus einer einzigen Haut ausgeschnitten. Und dadurch hast du keine Naht. Und je weniger Nähte du hast, desto weniger kann ich aufgehen. Desto genauer kann ich den machen, aber desto technischer wird er noch. Was die jetzt noch reingekriegt haben, das ist einfach dieser Einschnitt, oder? Das heißt, der passt dir jetzt eigentlich nochmal um die Spur genau. Das ist wie wirklich eine zweite Haut. Wenn du den anhörst, dann rasiert sich das genau da hinten zwischen. Oh, hast du das nachher am ganzen Körper? Wie gesagt, überall ist Bubbles rein. Plus dem, dass du da, bei dem Kombi jetzt zusätzlich, was jetzt da nice. Du kannst es jetzt theoretisch da hinten, wenn du willst, den sogar aufmachen. Du kannst ausbauen, wenn es ist zum Reparieren. Und du kannst auch, wenn du willst, da hinten rein ein Protekt reinschieben, was von mir nicht unbedingt sinnvoll ist. Viele wollen es, oder ein paar Fragen einfach. Und du hast eben da noch Taschen zusätzlich. Das ist nämlich das, was eigentlich viele nicht gehabt haben. Aber wie gesagt, überall das Fabelste. Warum findest du es unpraktisch, wenn man da gleich ja, weil im Prinzip, je besser der Protekt am Körper angepasst ist, desto besser bist du geworden. Desto genauer passt der Teig. Wenn du den Kombi im Prinzip jetzt dann gibst und der will den Tour machen, der bringt ihn genau bis daher zu, läuft das, der geht nämlich nicht zu. Erst wenn du dich vorbeigst, dann muss er sich wieder genau rein zum Reißverschluss sperren. Wenn der Reißverschluss gerade ist im Prinzip, dann verbringst du ihn halt auch normal zu. Aber ich sage, das sind eben so Spezialteile. Wenn du einen Chef hast und du kannst ihm herzahlen und du kannst ihm das erklären, ist das perfekt, oder? Und wie gesagt, das ist halt nachher ein Zusatztipp. Der Speedbike hat keine Schutzfunktion. Die einzige Funktion, die das Teil hat, das ist, dass die Abreißkanten halt einfach schöner weiter verlaufen. Das ist aber die hohe Geschwindigkeit. Plus dem, dass jetzt da noch Belüftung rein wird. Also, das ist eigentlich nichts mehr Schutz? Ist nicht wirklich ein Schutz. Das ist eigentlich nur für den Helm. Dass die Abreißkanten einfach. Genau, dass du weniger rübergehst. Da hast du plötzlich noch Seitenschutz. Die Protektoren sind sowieso alle gleich, oder? Und wie gesagt, das sind so die Unterschiede zwischen die einzelnen Kombis und zwischen die einzelnen Preise, dass da einfach ein Gefühl ist. Warum kostet der Leih 700 und warum kostet jetzt der nächste 800? Das heißt, der Unterschied ist einmal Innenvorder, einfach von den Protektoren, wie sie eingesetzt sind und wie gesagt, eben überall in dem Bereich technische Protektoren. Ich meine, das ist halt jetzt nochmal veredelt mit Carbon, plus Titan, und dann hast du die Ausgaben und plus die Blauen. Und bei einer Gore-Tex oder bei einer Textilbekleidung ist es im Prinzip das gleiche. Da siehst du auch die Unterschiede. Bei Gore-Tex heißt immer von der Nähe vor allem, dass das reißfest ist als die normalen. Nein. Hast du das nicht? Gore-Tex heißt nur, dass es eine andere Membran nein, ist als wie ein Super-Tex. Ich habe jetzt mal die Jacken. Insgesamt von der Nähe. Es werden andere Stoffe verwendet. Ja, es werden andere Stoffe verwendet. Aber Leder ist trotzdem reißfest. Leder ist nach wie vor besser. Ein Nachteil ist ein Zweiteiler auf einer gewissen Reißfestigkeit, auf einer gewissen Druckfestigkeit. Kann es nicht passieren, dass er die Hosen verliert. Dann hast du nichts mehr an. Das ist ein Sicherheitsaspekt. Ja, der Hebt 5 ist jetzt Fehler. Lauf zu. Jetzt steigst du vom Bock mit 240 an. Da kann es dir passieren, dass du keine Hosen hast. Oder ein paar Jacken mehr. Oder zumindest nur mehr die Fetzen umhängen hast. Das ist der Unterschied, warum man auf der Rennstrecke noch einen Teiler verwendet, auf der Straße. Das wird nicht. Wegen der Nähte wieder, oder wie man? Nein, weil ich mit dem im Gasthaus hocken kann. Das ist ein Hauptunterschied. Ja. Ja. Ein feines Tipp, ja, hurra.